Welt, Alter! Ich bin dran! Mach einen Kopf zu, Hopskäse! Wir sind Rodeo-Champions! Hiha! Wir müssen trainieren! Jumal, was seid ihr denn für Deppendamische? Ihr wisst ja gar nicht, was ein gescheites Rodeo ist. Quane, 2 Sekunden bleibt hier oben auf dem richtigen Teufelsvieh. Hör mal, Oma Fresse, wir sind die X-Ducks. Den Gaul gibt's gar nicht, der uns abruft, klar? Hab ich was von einem Gaul gesagt, du Saupreis? Sakra, ich meine ein richtiges Teufel. So gecheckt, Opa. Dann bring deinen Springteufel an den Start. Ha, ganz wie ihr wollt, Bub. Morgen früh um 8 Uhr sehen wir uns auf der Todesrange und seid pünktlich, gell? Ja, was, Oleusam, das ist die Wurm, die wir bei unserem Rodeo mitmachen wollen. Was Besseres hast du nicht gefunden? Soll die qualige Quarktasche etwa unser Gegner sein? Na, das ist mein Wein. So, ihr steht, der Wurm. Wollt ihr mal was Gescheites erleben? Lern erst mal sprechen, du Dampflok. Außerdem stehen wir nur auf extrem, extreme Sachen. Klarokowski? April, wir machen uns vom Gehöft. Diese Krempenträger sind sowas von uncool. Seht ihr die Steifisvieh da drüben auf der Weiden? Och, ich mach mir gleich den Schlüpfer nass. Euren kleinen Pfiffi zerlegen wir doch mit links. Kleines Teufelchen. Na, dann wollen wir mal. Na, was nun, du super Todesmonster? Komm raus, wir brauchen was zum Einreiten. Pass auf, das ist ein riesiger Schnecken. Was sagt ihr? Weißt du, wir sagen gar nichts, Oma. Wir machen einfach. Das Teil ist echt kuschelig. Das war's dann wohl, Opa. Was? Wir haben deine Schnecke zur Schnecke gemacht. Wir sind nämlich extrem und nix und niemand hält uns auf. Ist furchtbar nett von dir, Brühmeister, aber wir trinken keinen Kaffee. Ist schlecht fürs Vegetative. Ja, das ist für das Schneckerl. Dusche trinken, Mater. Das wird dir sauber abputschen, gell? Hi-ha! Geekster lässt sie jetzt mal die Luft aus dem Schleimbeutel. Eine leichte Luftnot stellt sich ein. Diese dämlichen Dorfdeppen entführt wegen ihrem blöden Rodeo. Ja, ganz genau so war's. Die haben mich einfach eingesperrt und dann haben sie mir jede Menge Kaffee zu trinken gegeben. Und dann bin ich ein bisschen ausgeflippt. Auweia, die Wilden schon wieder. Hey, das sind ja coole Anstecker. Was? Ach so, das sind doch keine Anstecker. Das sind Cowboys, seht ihr? Cowboys? Was, Cowboys? Das bringt mich auf eine tolle Idee. Wir organisieren unser eigenes Rodeo. Huhu.
Also ehrlich, Chris, wer hätte gedacht, dass ein Rodeo so viel Spaß macht? Robert, schneller, Jungs, wir warten schon. Hey, du bist doch gar keine Schnecke. Stimmt. Na und? Alter Keule, Piepelatze, wir sind gerettet. Hey, die halten uns wohl für Salatköpfe. Wenn mir diese Typen von gestern noch mal vor die Augen kommen, dann mache ich sie fertig. Ja, und ich zermatsch dann ihre Reste. Hey, Kiss. Hier rüber. Bitte seid cool und holt uns hier raus, okay? Alter, Joe Bob, siehst du auch, was ich sehe? Also, ich muss schon sagen, wenn das nicht zwei Gläser mit Entensalat sind. Wie hättest du den Salat denn gerne zubereitet? Hm? In der Mikrowelle vielleicht. Ja, aber vielleicht werden sie noch besser auf dem Holzkohlegrill. Nein, aber wie wär's mit einem Thermonuklearreaktor?